Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei seid. Holistisch und befreit zu leben, das ist immer mehr so mein Thema und dazu gehört es für mich auch nochmal viele Bereiche in meinem Leben zu hinterfragen und anzuschauen und unter anderem war ich so die letzten Monate nicht ganz zufrieden mit meiner Haarwaschpflege und ja, ich glaube, ich habe jetzt die richtige gefunden und genau die möchte ich heute mit euch, mit dir hier teilen. Ich benutzte schon jahrelang kein Shampoo mehr mit Silikon, habe schon da so, ja, was halbwegs biologisch Natürliches genommen, aber ganz ehrlich, wenn ich auf die Rückseite geschaut habe und nach den Inhaltsstoffen geschaut habe, dann habe ich auch wiederum nicht wirklich viel verstanden, was da eben drin ist. Und mir ging es eben auch darum, im Hinblick auf die Ressourcenschonung, möglichst auch ja, eine Pflege zu finden, die nicht in Plastik oder in irgendwelche Verpackungen einfach nochmal zusätzlich eingepackt ist, was dann einfach nochmal ja, zusätzlichen Müll verursacht. Und da habe ich jetzt durch, Dr. Karin Bender-Gonser von Folge dir selbst, ich verlinke ja auch ihr Video gerne hier in der Infobox, die Lösung wohl für mich gefunden. Zunächst bin ich zwischenzeitlich mal auf Haarseife umgestiegen. Haarseife hat sich nach dem Haarewaschen direkt im nassen Haar wunderbar angefühlt. Also ich habe von Natur aus eigentlich so sehr, sehr feine und dünne Haare, die dann teilweise so ein bisschen, ja, wie sagt man, sprosig. Ich kenne jetzt keinen anderen Ausdruck. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so ein typisch saarländischer Ausdruck ist. Nach dem Waschen immer waren und nach 2 Tagen schon hatte ich schon wieder das Gefühl, ich muss es schon wieder waschen oder ich habe sie dann einfach in den Spitzen nass gemacht. Nochmal ein bisschen nachgeföhnt und das mit dem Föhnen, das hat sich auch nochmal gut angefühlt. Naja, auf jeden Fall der Effekt von dieser Haarseife war einfach, dass die Haare an Glanz verloren haben. Dann habe ich wieder weiter recherchiert und geguckt, habe dann auch eine Haarseife gefunden, wo so eine Pflege zusätzlich integriert war, aber das war dann wiederum nicht 100% ökologisch abbaubar, hat sich dann auch nicht gut angefühlt. Und jetzt zeige ich dir mal meine Haarpflege, die ich jetzt seit Anfang März nutze. Ist Anfang März, glaube ich, oder Mitte März. Ja, seit Mitte März ist es erst. Und davon bin ich total begeistert und meine Haare sind, ja, wunderbar in der Richtung geworden. Und das hier ist im Prinzip so im Groben meine Haarpflege. Und zwar ist das Kaisernatron. Das kennst du bestimmt aus der Küche. Also diese Haarpflege ist zudem noch total günstig und billig. Ich nehme so ein Beutelchen Kaisernatron und mache das in eine Flasche mit Wasser, eine Glasflasche, lauwarmes Wasser und löse das auf. Dann mache ich meine Haare nass und mit dieser Lösung hier aus dem Kaisernatron, das reicht dann immer so für 3 Runden, also auf die nasse Haare mache ich dann einfach mal eine Runde drauf und massiere das so richtig schön auch in die Kopfhaut ein. Also Kaisernatron nimmt im Prinzip das Fett von der Kopfhaut und hat somit einfach diesen Reinigungseffekt. Dann spüle ich nochmal aus und das Ganze, diese ganze Prozedur einfach 3-mal hintereinander. Dann trockne ich mir die Haare ganz normal im Handtuch ab und dann gehe ich hin und nehme 3 Tropfen von diesem Rosmarinöl hier, gerade so hier auf die Fingerspitzen, verreibe das mit den anderen 3 Fingerspitzen und gehe dann in die Kopfhaut rein, nasse Kopfhaut noch und massiere da so die ganze Kopfhaut und das tut so, so gut. Also ich bin total begeistert von dieser Art von Pflege. Der Effekt ist wohl auch dabei, dass man sich selbst in dem Moment so viel Aufmerksamkeit schenkt, weil man einfach so dieses Öl dann auch in die Kopfhaut einmassiert. Und das tut so total gut, regt natürlich auch die Durchblutung und so weiter an. Und dann gehe ich hin und habe hier noch Zedernholzöl. Davon nehme ich auch so 3 Tropfen wiederum auf diese 3 Finger, verreibe das dann hiermit. Und kopfüber gehe ich dann einfach so ein bisschen durch die Haare durch und bringe so dieses Zedernholzöl so ein bisschen in die Spitzen rein. Das war's im Prinzip. Ich wasche auch nur noch 1-mal die Woche die Haare.
habe jetzt gerade gestern die Haare gewaschen, hatte das Gefühl, also die sind überhaupt nicht fettig. Im Grunde genommen hätte ich es gar nicht machen müssen, aber ich dachte, okay, so nach einer Woche kann man dann mal wieder die Haare waschen. Und das war wieder so eine total entspannte und ja, begeisternde Zeremonie auf eine gewisse Art und Weise. Und was aber auch noch ganz, ganz wichtig ist, was ich auch integriert habe, ich bürste morgens und abends ganz intensiv Strähne für Strähne meine Haare. Ich bin auch auf diese Idee gekommen mit dieser Haarwascherei, weil ich da ja so unglücklich war, in Anführungsstrichen, die letzten Jahre. Mit meiner Haarstruktur einfach und eben auch aus ökologischen Gründen. Wenn wir Tiere anschauen, ein gesundes Tier, was hat das für ein schönes, glänzendes Fell? Die gehen auch nicht alle zwei Tage hin und waschen ihre Haare mit Shampoo. Und trotzdem haben sie wunderbares Fell. Und wir haben so viele Probleme mit unseren Haaren teilweise. Also ja, es hat sich alles irgendwie nicht mehr gut für mich angefühlt. Und das einzige Handicap dabei war für mich die Überwindung. Die einzige Bürste, die sich dazu gut anfühlte und auch letzten Endes letzten Endes sich da als auch praktisch erwiesen hat, das ist eine solche Bürste und das ist das Handicap für mich dabei mit Wildschweinborsten. Als Veganerin ist das natürlich nicht so prickelnd, aber es gibt auch solche Plastikbürsten, so kleine, runde, ovale Teile, die haben speziellen Namen, weiß ich jetzt nicht, aber mit Plastik dann zu arbeiten, das hat sich auch nicht gut angefühlt. Und deshalb bin ich dann auf diese Bürste hier umgestiegen. Ich hatte auch zwischenzeitlich mal eine Bürste, die einfach auch diese Borsten hier nur mit Holz hatte. Das war, glaube ich, Bambusholz auch. Das war es aber letzten Endes auch nicht. Weil bei diesen regelmäßigen Bürsten von den Strähnen, da geht es einfach auch darum, dass man hier von der Kopfhaut raus einfach auch den Teig quasi reinkämmt in die Haare und das ist dann einfach auch so diese natürliche Pflege, die sich da ergibt. Und das mache ich morgens und abends recht intensiv und das tut auch nochmal total gut und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Element hierbei. Ja, das ist so das, was ich heute mit dir teilen wollte. Vielleicht beschäftigt es dich ja auch, dass du unzufrieden bist mit deiner Haarstruktur oder so aus ökologischen Gründen auch mal ein bisschen chemiefreier unterwegs sein möchtest. Schreib es mir gerne mal ins Kommentarfeld rein. Vielleicht hast du es ja auch schon ausprobiert. Es gibt ja auch viele Möglichkeiten, alternative Möglichkeiten, ohne Shampoo die Haare zu waschen. Das hier ist jetzt so das, was sich für mich rauskristallisiert hat nach vielem Testen und Probieren und deshalb das Video hier, um das heute mit dir, mit euch zu teilen. Ich schicke euch eine ganz herzliche Umarmung und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war die Irmgard.